น้องยาสมินอย่าไม่ใช่จ้องมาอีกทีนึงมิชลินฉันเป็นลูกครึ่งดิฉันเป็นลูกครึ่งเป็นลงครึ่งฉันฉันชื่ออะไรนะคะชื่อดิฉันเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งค่ะค่ะHallo zu einem neuen spontanen Video, das ich gerade anfange und zu Tag 2. Tag 2, Jasmin lernt Thai oder versucht es jedenfalls. Heute ist der 26.05. Ich starte dieses Video und ich werde auf jeden Fall, also ich habe mir gedacht für dieses Video, werde ich euch an meinem Lernprozess einfach mitnehmen. Genau, und so Updates geben. Es ist ja auf jeden Fall vorgenommen, Thai zu lernen. Das habe ich mir schon mal vorgenommen, 2013, bevor ich das erste Mal nach Thailand gereist bin und meine Mama wieder gesehen habe. Aber es hat halt nicht so gut geklappt, wegen, naja, Motivation und so. Und meine jüngste Schwester, möchte jetzt auch Thai lernen oder hat sich irgendwie dazu entschlossen und deswegen haben wir uns zusammengetan, tun uns da gegenseitig motivieren und ich habe auch mich connected letztes Jahr schon mit einer, also durch Facebook, mit Thai People Studenten in Karlsruhe. Genau. Das ist auf jeden Fall ein mega guter Weg, um Leute kennenzulernen. Facebook ist mir so aufgefallen. Ja, habe ich früher irgendwie nie dran gedacht, dass ich ja Facebook fragen könnte, ob es irgendwelche Thais in meiner Umgebung gibt. Aber ja, letztes Jahr ist mir dann so, der Groschen ist dann so gefallen mal. Genau, auf Instagram habe ich nämlich auch einen Aufruf gemacht. Da habe ich auch ein paar Thai-People kennengelernt, Thai-Sisters. Und ja, bin voll happy, dass ich... ja, mich mehr mit meiner anderen Seite in mir connecten kann. Also, falls ihr es nicht wusstet, ich bin halb Thai und halb Deutsch. Wow! Sage ich am Ende dieses Videos. Und ja, ich gucke die ganze Zeit da oben in die Linse, weil meine Haare scheiße aussehen. Ich hätte es vielleicht auf die andere Seite machen sollen. Aber ja, egal. Vor Realness auf YouTube und so. Genau. Wow, was für ein langes Intro. Mal schauen, wie lang das Video wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall Spaß mit meinen Teilversuchen. So, ganz schnell, bevor mein Akku leer geht. Das ist das Buch, mit dem ich lerne. Das habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag dieses Jahr. Das sind meine Karteikärtchen. Und ich habe aber auch noch da drüben... sieht man jetzt nicht. Ich bin natürlich perfekt vorbereitet. Habe ich noch zwei andere Teilbücher. Einmal ein Wörterbuch und einmal noch so ein Travel... ja, also Travel-Wörter beim Reisen. Genau, und mit denen lerne ich. Und für die Aussprache gebe ich es einfach... oh wow, das sieht man gar nicht. Gebe ich zum Beispiel hier das in Google Maps... Google Maps, genau. In Google Translator ein. Damit... genau. Damit ich auch die Aussprache ein bisschen lerne, wünscht mir Glück. So, ich habe mich jetzt doch nochmal aus meinem Bett bewegt. Genau, das ist der thailändische Schnellkurs, den ich habe. Den habe ich auch geschenkt bekommen, wie gesagt, schon 2013. Das sind die CDs dazu, sehe ich gerade. Genau, und hier könnt ihr sehen, um was es da alles geht. Also eher so, Reisesachen, Basics. Genau, hat mir eine sehr gute Freundin geschenkt und hat mich auch weitergebracht. Ich kann Gemüse. Gemüse konnte ich mir merken und Obst. Marmuang, Saparot. Genau, und das hier ist von meinem Papa. Teil Wort für Wort, Kauderwelsch. Ist, glaube ich, schon mega alt, weil, naja, mein Papa hat es halt mir gegeben, aus den 90ern so. Genau, da gucke ich gerade weniger rein, aber benutze ich vielleicht auch mal noch mit. Ja, so sieht
the situation aus an Tag 2. Heute ist Tag 6 meines Ich versuche Thailändisch zu lernen nach, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Und ich möchte euch kurz mein System vorstellen. So, ich habe hier nämlich verschiedene Farben von den Karteikarten. Und die haben alle einen Sinn. Und zwar hier die grünen ist alles mit Essen. Also sowohl Sätze als auch Wörter, was mit Essen zu tun hat. Huch. Oder einkaufen, so auch. Also auf dem Markt einkaufen oder irgendwas. Dann blau sind Zahlen. Und zum Beispiel, ja genau, wie viel kostet das? Also alles, was man, ja, ich werde dieses nehmen. Ja, so zahlenmäßig. Dann die gelben sind Smalltalk-Sätze, würde ich jetzt mal sagen. Also woher kommst du, wie alt bist du, verstehen sie, also so auf Wiedersehen, ja, Sätze irgendwie, auf jeden Fall. Und pink sind dann einfach, ich habe es gestern zu meiner Freundin gesagt, sind einfach Wörter, also einzelne Wörter, so, ja. Keine Ahnung, ob das für euch Sinn macht. Für mich macht es Sinn und so lerne ich jedenfalls oder versuche zu lernen. Und bis jetzt, ja, ist es für die erste Woche ist es, glaube ich, ganz okay. Ich treffe mich heute auch mit meiner thailändischen Freundin, damit die ja mich abfragt und noch so die Aussprache eben mit mir übt. Und das wollen wir, oder haben uns vorgenommen, einmal die Woche zu machen. Und ich werde mir das dann auch versuchen, entweder zu filmen, damit ich halt mir das immer wieder anhören kann, wie die Sachen ausgesprochen werden. Oder einfach so eine Sprach... Ist noch nicht mit meinem Daumen? So eine Sprachnemo mir aufzunehmen. Genau. That's the plan. Ich bin auf der Arbeit und habe meine Kärtchen dabei. Und mein Buch. Und ja, immer wenn nicht viel los ist, schaue ich mir die an. Also ich arbeite auch an meine Kollegen und so, ne? Aber ja, falls halt gerade nichts los ist, kann man das immer mal so kurz wiederholen. Ja, das wäre auch so ein Tipp von mir, dass man einfach die Kärtchen überall mit hinnimmt. Für unterwegs, im Park oder in der Bahn oder ja. Das ist auf jeden Fall, mir hilft es, einfach zu wissen, oder einfach auch nur so kurz die anzugucken. Das habe ich auch immer mit Englisch gemacht früher. Ich habe einfach die Wörter überall auch in meinem Zimmer immer aufgehangen. So gerade Wörter, die ich mir nicht merken konnte, zu visualisieren. Deswegen habe ich ja auch die Farben. Das hilft mir beim Lernen. Genau. Und genau deswegen, weil ich mit allen Sinnen lerne, habe ich hier ein Memory mir erstellt. Genau, da habe ich immer die Tasche, also die Vokabeln aufgeschrieben und dann ein Bild dazu. Und genau, das werde ich dann auch mit meiner Schwester spielen. Da kann man dann uns gegenseitig, können wir uns dann challengen. Und das wird dann im nächsten Video hoffentlich folgen. Genau, ich wollte es euch nochmal zeigen. Es sind bis jetzt 36 Vokabeln, die ich hier, ja, visualisiert habe, bebildert als Memory. Und genau, 36 Vokabeln sind das bisher. Und dazu habe ich natürlich vor, noch mehr dann ja, hinzuzufügen. Ist nur nicht so einfach, immer die passenden Bilder für die Vokabeln zu finden. Genau. Und auch mit so Uhrzeiten oder Wochentage, was zum Beispiel in meinem Buch ist, gibt es jetzt auch nicht. Ja. Genau, und das war's auch für das erste Teilvideo. Ich denke, ich werde daraus eine Reihe machen. Und wie gesagt, im zweiten Teil werde ich dann mit meiner Schwester auf jeden Fall das Memory spielen. Memory-Spiel spielen. Und ja, vielleicht werden wir auch vor der Kamera thailändisch reden, eine Unterhaltung führen oder so. Seid gespannt. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat und ihr es hilfreich fandet. Und auf meinem Blog findet ihr nochmal eine Zusammenfassung über alles, also über meine Tipps und wieso ich nochmal Thai lerne und was für eine Bedeutung es für mich hat. Genau. Also,
Ciao.